Ja, Bezug habend auf die Rammstein-Konzerte oder das Rammstein-Konzert resultiert diese Überlegung und Forderung ja ganz offensichtlich daher, dass Frauen, die entsprechende plausible Vorwürfe erheben, nicht immer ausreichend Gehör gefunden haben in der Vergangenheit. So ist das herleitbar und begründbar. Gleichzeitig trifft aber auch zu, dass weder die Kunststaatssekretärin oder Kulturminister in die Abhaltung, Durchführung oder Absagen von Konzerten eingreifen, die andere veranstalten.